Guten Morgen, Kollege. Sie müssen diesen RE von Koblenz nach Bonn fahren. Anstatt einer BR 146 kommt bei diesem Zug eine Baureihe 182 zum Einsatz. Rüsten Sie die Lok auf und lassen Sie die Fahrgäste zusteigen. Abfahrt ist um 10.16 Uhr. Gute Fahrt! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Train Simulator 2020 Let's Play. Ja, wir sind im Jahr 2020 angekommen, beziehungsweise ich und ihr hoffentlich auch. Und damit bin ich gut reingestartet. Und ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich tue jetzt den Zug noch aufrüsten und dann können wir auch weiter labern. Dann drücken wir 6, dann drücken wir DB. Das ist wunderbar. Dann wird es ausgewählt, DB. Dann machen wir einen Stromabnehmer hoch. Den Hauptschalter. Oder, warte mal, da. Jetzt machen wir den Hauptschalter noch an, öffnen die Türen. Die Türen sind auf, hoffen wir. Ja, die Türen sind auf. Dann tun wir noch auf B. Die Federspeicherbremse lösen wir. Und dann können wir eigentlich auch losfahren. Sobald die Türen dann geschlossen sind. Jetzt mal ist alles aufgerüstet und ja. Es kam jetzt lange kein Let's Play mehr. Das letzte war ja 2019, ganz altes Jahr. Aber ja. Gut. Dann können wir eigentlich auch los. Oder? Ich bin lang nicht mehr Train Simulator gefahren. Man merkt. Wir haben grünes Signal. Passt. Und wir können dann losfahren. Nun sind auch alle geschlossen. Das ist ja wunderbar. Wir fahren heute von Bonn bis nach Koblenz. Der Zug fährt eigentlich bis nach Wesel, aber wir fahren heute nur bis nach Koblenz. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt heute eine angenehme Fahrt bei mir. Und ja, Ansagen sind leider nicht vorhanden. So. Nächster Halt, Koblenz, Stadtmitte. Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich verabschiede mich im Namen der Deutschen Bahn bei den auszusteigenden Fahrgästen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Genau. So, das hat bis jetzt gut geklappt. Sehr gut. Bin aber lang nicht mehr Train Simulator gefahren. Also, genau, ist schon länger her. So. Dann öffnen wir die Türen. Sind die Türen offen? Auf. Wunderbar. Ja, man sieht halt nichts. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja, die nach hinten sind nicht geöffnet. Das ist manchmal verbuggt. Aber ja, ich bin lange Zeit nicht mehr um sie gefahren. Und jetzt ist es mal wieder Zeit. Und zwar habe ich dann mich entschieden, mit einer Baureihe 182 zu fahren. Ja. Genau. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wie ich. Ich bin lange nicht mehr gefahren. Aber wie auch immer. So. Türen müssten sich eigentlich jetzt schließen. Und dann können wir unsere Fahrt auch wieder fortfahren. Drücken E. Ja, Sifa. Sagt mal was. Gut. Doch, ich hatte jetzt mal wieder Bock auf Train Simulator. Omsi habe ich es mittlerweile aufgegeben. Wollte ich eigentlich heute machen, aber egal. Wie auch immer.
Wir fahren heute auf Köln-Koblenz, der RE 5. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich bin ein bisschen erkältet. Sehr heiser bin ich. Nein, ich war nicht zu viel auf der Fastnet. Es liegt einfach daran, dass ich erkaltet bin. Jetzt habe ich frei und dann ist es einfach. Nehmen wir mal wieder auf. Was ja sonst nichts zu tun. So war meine Stimmung noch. Genau, jetzt haben wir gerade Einboost von FPS. 5, 8 FPS. Aber das hoffe ich. Es legt sich. Jetzt dürfen wir gleich 90 fahren. VMAX 90. Die halten wir natürlich ein, sonst kriegen wir hier natürlich Ärger. Das wäre ja nicht schön. So. Ich weiß auch gar nicht, wie die AFB hier ist. Ich musste gerade eben auch erstmal ein Tutorial wieder angucken. Oh. Das Problem ist, wenn man zu viel schwätzt. Und warum kriege ich jetzt eine Tausender? Scheiße. Oh Mann, Leute. Ihr strapaziert mich gerade. Ah, jetzt fährt er. Komisch. Muss ein bisschen aufpassen auf die SIFA, weil die zieht rein. Genau, jetzt haben wir wahrscheinlich schon Verspätung. Genau. Ob wir das pünktlich schaffen, steht noch in den Sternen, aber wenn man so viel schwätzt, dann kann es halt passieren, dass die SIFA mal eine uns reinwirkt. Das ist natürlich formidable. Aber ja. Wie auch immer. Lassen wir das mal dahingestellt. Das war mein Fehler. Das kann ja im Wahren auch passieren. Aber ja. Gut. So, wir dürfen immer noch VMAX 90 fahren. Das ist gut. Nächste Halt ist in 15 Kilometern. Und ja. Jetzt dürfen wir ja gleich 160 fahren. Die werden wir auch einhalten, dass wir wieder pünktlich sind. So, dann fahren wir mal die 160. Dass wir hier nicht mit 90 rumtuckern. Und dann kommen wir, glaube ich, irgendwann in die LZB. Genau. So, grünes Signal. Passt. Schlecht wäre es, wenn es rot wäre. Dann würden wir eine reinwürgen. Genau. Köln-Koblenz ist schon eine schöne Strecke, die kennt ja jeder. Wer die nicht kennt, muss sie sich holen. Schon eine schöne Strecke. Da bin ich auch schon lang gefahren im ICE. Und mit dem IC bin ich auch schon lang gefahren. Sehr schön. Richtung Norderney. War schon eine schöne Strecke.
aber leider Richtung Norderney, nicht mit dem IC2, ist leider nicht, sondern mit so alten, ausrangierten IC, also ganz alte Modelle. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man mit so einfach gefahren ist. Aber ja, wie auch immer, es hat Spaß gemacht. War schon schön. Was für schöne Baureihen da fuhren. Schöne Baureihe 101. Sehr schöne Züge hat man da gesehen. Hat mir wirklich gefallen. Naja, bisschen FPS einpusten. Naja, man kann nicht alles haben. Also Bild. Ja, jetzt haben wir wieder flüssig. So muss es doch sein. Flüssig soll das Bild sein. So, Sifa, ja. Ich weiß gar nicht, warum da so SPS einboosten. FPS? SPS ist System, ist was ganz anderes. FPS einboosten? Warum? Naja. Kann sich jetzt entspannt zurücklegen, 30% Fahrhebel und 158 km/h. Ist genau perfekt. Ja, unser nächster Halt ist Andernach. Ich denke mal sagen, Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Was meint ihr? Also das Szenario kann man sehr weiterempfehlen. Also das war ich hab's mal getestet. Ich bin glaube nur bis zu einem Bahnsteig gefahren und dann habe ich abgebrochen, weil es wieder, ja, ist nicht recht lang, es dauert nur 45 Minuten, von 10.15 Uhr bis um 11 Uhr und ja, genau, bis um 11 Uhr sind wir dann in Bonn Hauptbahnhof, Koblenz Hauptbahnhof. Nur 45 Minuten brauchst du von Koblenz bis nach Bonn mit dem Regionalzug. Ja, hier ein Regionalzug. Ist cool. So, dann bremsen wir hier mal ab. Wir dürfen nämlich nur 120 dann fahren. Bestätigen müssen wir es ja nicht. Wir sollten das halt auch schon einhalten. Genau. Halten wir es uns ein. Nachher kriegen wir wieder Probleme, weil wir zu schnell sind und das wollen wir ja vermeiden. Wir fahren heute bei schönem Wetter, wie wir so jetzt rausgucken. Bei uns schneit es gerade. Was gestern war, war sehr verheerend. Da war ja der Sturm Orkan bzw. Sabine. Der war schon richtig heftig. Also den hat man auch hier wirklich zu spüren bekommen. Vor allen Dingen heute Nacht. Der hat sich irgendwie bei uns einquartiert. Aber jetzt geht's wieder. Und wir dürfen 130 fahren. So, wir erreichen in Kürze Andernach. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Und ich sag jetzt mal in Fahrtrichtung rechts. Ah, Siemens, schön. In Fahrtrichtung rechts. Ich verabschiede mich bei den auszusteigenden Fahrgästen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittag. Auf Wiedersehen. Andernach ist jetzt glaube ich auch nicht etwas Größeres. Schau.
oder? In Fahrtrichtung rechts. Oder muss ich mich korrigieren? Nee. Fahrtrichtung rechts. Da kommt schon der Kollege entgegen. Im Steuerwagen. Mit einer Baureihe 146, schätze ich mal. Und wir sind natürlich zu spät. Natürlich auch nicht schlecht. Naja, um eine Minute. Nicht gut. Wir wollen ja pünktlich sein. Öffnen wir die Türen. Wie sieht's jetzt aus? Können wir jetzt rausschauen? Oh, formidable. Wunderbar. Wir fahren mit 1. Na, mit wie viel fahren wir? Im Steuerwagen? 2, 3, 4, 5, 6. Mit 6 Wagen fahren wir. Cool. Gut, wir nehmen die Fahrt wieder auf. Also recht kurze Wartezeit. Da stehen wir nirgends, irgendwie 2 Minuten. Ja, wir haben es natürlich nicht geschafft. In einer Minute. Ja, das ist ein gestrickter Fahrplan. Also, da darf schnell. Okay, wir wurden reingewirkt durch diese Zwangsbremsung, sonst hätten wir es geschafft. Aber ja. Die SIFA muss halt auch rein, weil die sagt einfach aus, Sicherheitsfahrschalter. Heißt ja schon der Name, wenn man einpennt, ist es nicht gut beim Personenschutz. Da. So, wir dürfen dann nur 110 fahren. Können wir eigentlich schon mal den Vorschub wegnehmen. Und ja, und dann dürfen wir mit 140 weiterfahren. Das ist auch schön. Ausfahren mit 200 kann man hier auch nicht. Aber hier tatsächlich bin ich hier lang gefahren. Hier ist sogar der Rhein, meine ich hier. Also ist echt eine schöne Strecke. Ganz schön wirklich. Kann ich nur empfehlen, die Strecke. Aber meine Lieblingsstrecke ist wirklich Konstanz-Villingen. Warum? Weil ich aus dieser Umgebung kenne. Ich kenne jeden Streckenabschnitt auswendig. Die Strecke ist. Jetzt gibt es ja eine Erweiterung Hausach Konstanz. Die bin ich ja auch gefahren. Die habe ich auch mal Let's Play beziehungsweise aufgenommen. Da habe ich noch nicht geredet, aber jetzt funktioniert es wieder und jetzt bemühe ich mich, mich wieder aufzunehmen, beziehungsweise mit Stimme. Das ist ja viel besser, weil da waren natürlich Ansagen drinnen. Auch ein bisschen Abwechslung, aber trotzdem ist doch viel besser, wenn man halt mit Stimme, das kommt halt viel authentischer rüber und man will ja die Leute unterhalten. Genau. So, wir dürfen 140 fahren, die halten wir natürlich ein. Ja, jetzt war ich ohne Licht rum. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, Siemens.
jetzt haben wir natürlich, das setzen wir mal wieder höher. So ist das viel besser. Und dann dürfen wir gleich mit 160 weiter brettern. Dass man vorwärts kommt. Sonst kommt es immer wieder zu spät. Ja, wir sind schon um eine Minute wieder zu spät. Also ist ein echt eng getakteter Fahrplan. Wuschen da eigentlich die das Horn? Wuschen das Horn? So, als Warnhinweis nachher rattert da einer von meinem Zug, das wäre ungeschickt. Das wäre nicht vorteilhaft. Oh, Bad Breisig kommt gleich. Was schätzt man da? Wieder einen Ausstieg rechts. Oder Fahrtrichtung rechts ist der Ausstieg. Meistens immer so. Man kann sich auch täuschen. Aber ich schätze mal Fahrtrichtung rechts. Oder was meint ihr? Wir erreichen in Kürze Bad Breisig. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Im Namen der Deutschen Bahn verabschiede ich mich bei den auszusteigenden Fahrgästen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Türen werden geöffnet. Sind sie überall offen? Gut. Ja, sie sind überall offen. Dann fahren wir auch gleich los. Eh so ein eng getakteter Fahrplan, dann kann man sich auch mal von dem Dezent. Haltestationen kommen denn noch? 1, 2, 3, 4, 4. Vier Haltestationen, Stationen halten wir noch. Das nächste ist in 3 Kilometern. Bis jetzt immer noch pünktlich.
Hoffen wir mal, dass wir auch das bleiben. Ja, hier sind sie. Wir erreichen in Kürze Sinzig am Rhein. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Im Namen der Deutschen Bahn verabschiede ich mich bei den auszusteigenden Fahrgästen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Alle Türen sind geöffnet. Das ist doch wunderbar. Schönes Fahrzeug ist außerdem noch. Und dann fahren wir auch gleich schon wieder weiter. Da rennt er mir hinterher. Ich fahre eigentlich sehr selten mit der Baureihe 182, also in Deutschland, in Österreich nennt man ihn ja Railjet, in Österreich ÖBB. Und ja, bei uns hier in Deutschland wird er als 182 bezeichnet. Er fährt auch bei uns in der Umgebung von Zürich bis Stuttgart mit Schweizer. Erste Klasse Wagen und zweite Klasse Wagen. Genau. Und dann fahren bei uns natürlich noch IC2 Doppelstockwagen und zwei Generationen. Genau, von Singen bis nach Stuttgart, beziehungsweise von Stuttgart bis nach Konstanz, zweimal am Tag. Runter auf 85. Ich bin keine gewischt. Wir erreichen in Kürze Bremen. Der Ausstieg befindet sich voraussichtlich auf. Oh, nicht schon wieder. Nein. Alter, ich hasse diese Sifa in diesem Zug, ganz ehrlich.
Ey Mensch, Leute, was ist denn das peinlich? Das Problem, wenn man zum ersten Mal wieder Zug fährt, beachtet man nicht die SIFA. Jetzt darf ich nur mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45 rumtuckern. Ist auch formidabel, echt. Schon die zweite. 20. Aber immer die SIFA. Ja, auf jeden Fall darf ich jetzt nicht schneller fahren als 45, weil ich gerade im Wechselblinken bin, also nicht schön. Eigentlich müsste man das jetzt noch dem Fahrdienstleiter melden, warum deswegs und so, aber na, jetzt darf ich mich befreien. Ich darf aber eh nicht schneller fahren als 60, also das ist ein bisschen blöd, aber jetzt komme ich natürlich wieder zu spät. Ist ja auch wieder schön. Habe ich hier ein rotes Signal? Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ich verabschiede mich im Namen der Deutschen Bahn, bei den auszusteigenden Fahrgästen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Schon ein schöner Zug, also die Prüfnummer hier schön zu erkennen. Schön, gefällt mir. Schön, schön. So, und der nächste Halt ist Bonn Hauptbahnhof. Auch wieder auf Gleis 2. VMAX 60 ist erlaubt, dann später. Weil wir hier im weichen Bereich sind, dann ist es hier nur erlaubt. Dann werden wir die auch einhalten, sonst wenn du zu schnell fährst, kann es sein, dass es zur Entgleisung kommt. Und jetzt dürfen wir 120 fahren, wenn der letzte Waggon halt drüber ist. Die 120, oi. Aber ich weiß gar nicht, warum die 120 erst später ist. Ein bisschen buggyhaft auch manchmal bei Twin Simulator, dass es erst später noch 5 Kilometer ist, obwohl es eigentlich gemeldet ist. Aber was willst du denn machen? Dahinter darf man dann erst wieder 100 fahren. Das ist eine richtige Geschwindigkeitsbegrenzung. Alter, solange man nicht geblitzt werden. Die blitzen Dinger. Ja, guck mal hier mit 120 rum. Ist ganz. Ja, mit 126. Entschuldigung. Hier steht schon da. Die Vorwarntafel, das 110 erlaubt ist gleich. Dann werden wir die auch einhalten und nicht schneller fahren. Das war jetzt kein Räusper, sondern. So, dann fahren wir doch 110. 108 geht auch. Ah, was so fuck. Scheiße. Ich darf nur 100 fahren. Darf ja nur 100 fahren. Nicht 110. Oh Mann, wenn man das erste Mal wieder Train Simulator fährt, das ist sehr schlimm. Das merkt man schon.
dass ich das wieder zum ersten Mal fahre nach einem Jahr. Ja, jetzt nicht, ja, ein paar Monaten schon. Naja. Sehr schön. Die Umgebung finde ich auch sehr schön. Herrlich. Gefällt mir die Umgebung. Könnte man öfter fahren, ich glaube. So viele Szenarien. Okay, es gibt schon viele Szenarios. Bloß das einzige Problem habe ich, mir fehlen die Fahrzeuge. Mir fehlen eindeutig die Fahrzeuge. Und dadurch halt ungern halt Geld aus. Also in hinsichtlich von Omsi hat sich jetzt auch richtig gesteigert mit den Payback-Coins, muss man echt sagen. Als Problem ist bei Omsi, es kann einfach rein, es läuft mit 32 Bit und es läuft hier mit 64. Da muss man sich halt überlegen, Pro- und Contra-Argumente. Beziehungsweise was besser ist, wenn zwei Spieler jetzt sich auch von den Joggern, aber jetzt habe auch noch ein anderes Leben, also muss er nur ein Simulator zu spielen. So ist das. Genau, aber von daher lege ich da jetzt eher Wert drauf, auf Train Simulator das zu fahren. Weil es läuft wirklich, und bei Omsi weiß man manchmal nie, ob es ein guter Tag hat oder ein schlechter Tag. Und heute hat Omsi einen schlechten Tag gehabt. Es hat einfach nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Ah, diese blöde Sifa. Die wirkt mir jedes Mal eine rein. Das ist schon die dritte. Heide, nein, du Vogel. Du bist ein Vogel. Zugbeeinflussung. Oh, das ist schon das zweite Mal. Das muss ich auch nicht verstehen, aber da wir, glaube ich, ein bisschen an der Steigung sind, kann es daran liegen. Auf jeden Fall. Wir sind zu spät. Wir sind um 2 Minuten sind wir zu spät. Scheiße, scheiße. Ist nicht gut. Immer die Sifa wirkt mir eins rein, aber sonst keine andere Zugbeeinflussung oder andere Sicherheits an Bord, Sicherheitssteuerung an Bord. Nur die Sifa. Immer die Sifa. Ja, dann haben wir halt 2 Minuten, aber es sind immer nur 2 Minuten. Wir sind quasi unter 5 Minuten. Ab 5 Minuten heißt es ja Verspätung. Ja, das muss man auch nicht verstehen, aber meine deutsche Sprache ist es ab 8 Minuten. Was gilt die Deutsche Bahn als zu spät? Beziehungsweise verspätet. Wenn du meinst, nur als verspätet. Ja, und dann dürfen wir 160 fahren. Yay, wir dürfen 160. Ja, okay.
das ist heute schon die dritte, also die dritte in Folge. Das muss ich auch hinkriegen. In einer Zeit von 45 Minuten. Die dritte schon. Okay, das Meeting dauert jetzt wahrscheinlich 6 Minuten länger. Also eine Stunde läuft jetzt nicht. Durch die Wartezeit und so beläuft es die Zeit sich schon auf 6 Minuten. Ja. Also sagen wir 55 Minuten. So, in circa 3,5 Kilometer erreichen wir dann von Bad Godesberg auf Gleis 2. Schauen wir mal, auf welcher Seite das sich befindet. Ich glaube auch von Bad Gottes. Das ist, glaube ich, so ein Kurort, oder? Alles, was mit Bad ist, ein Kurort. Wir erreichen in Kürze Bonn-Bad Godesberg. Der Ausstieg befindet sich voraussichtlich in Fahrtrichtung rechts. Ich verabschiede mich im Namen der Deutschen Bahn bei den auszusteigenden Fahrgästen und wünsche ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Davon, wenn man die Strecke halt nicht so oft fährt. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Etwa ein kleinerer Bahnhof. Oder? Manches. Wir sind natürlich hier mit 2 Minuten Verspätung. Ja, kann man sich noch in Grenzen halten. Aber ja. Besser wäre es, wenn man natürlich pünktlich ist. Aber wir wären pünktlich gewesen, wenn ich die Ziffer immer betätigt hätte. Beziehungsweise beim nächsten Mal weiß ich, aha, ich soll sie lieber eher ausschalten. Ja, man lernt aus Fehlern. Genau. Gut, dann können wir weiterfahren. Menschen sind nicht im Gleis, beziehungsweise hängen noch am Waggon. Das ist auch gut, dann können wir auch unsere Fahrt fortsetzen. Jetzt erreichen wir gleich Bonn Hauptbahnhof und da wird unsere Fahrt zum Ende. Aber es kommen natürlich wieder weitere Let's Plays. Jetzt habe ich natürlich mehr Zeit. Ich würde mal sagen, jeden Sonntag kommt eins. Oder was meint ihr? Ja, okay. Versuche ich wieder mit Omsi es aufzunehmen. Donnerstag wieder. Genau. Sechs Kilometer. Dann Bonn. Wir erreichen sogar pünktlich, beziehungsweise zu früh, aber es kann sein, da wir weichen sind, läuft es nicht, dass wir 60 da fahren müssen. Das ist kein Weichenbereich, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, aber es kommt da ein grünes Signal.
Das brauchen wir auch. Sicher, dass sie uns nicht mehr wieder reinwirkt. Das wollen wir einfach vermeiden jetzt in den letzten 3 Kilometern, dass wir nochmal ein Sifa-Problem bekommen. So, dann habe ich die auch mal ausgeköstigt, diese Fahrt. War sehr schön. Also, kann man nur empfehlen, Szenario zu spielen. Ich weiß auch gar nicht, von welchem Szenario-Ersteller das ist. Muss ich auch nochmal nachschauen. Wenn ich es finde, dann tue ich es verlinke. Ansonsten, ja. Suchfunktion. Hilfe. So, 110. Aber wir müssen unter 85 kommen. Innerhalb von 500 Metern. Sonst wird nämlich. Endlich vermeiden. Seitlich auswandern lassen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich fahren darf. 60. Wir erreichen nun Bonn Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug fährt weiter über Köln Hauptbahnhof bis nach Wesel. Im Namen der Deutschen Bahn verabschiede ich mich bei den auszusteigenden Fahrgästen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ah, der Junge fährt kein. Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Genau, dann ist die Fahrt auch vorbei. Wir sind natürlich verfrüht, das ist ja wunderbar. Dann halten wir natürlich auch mal H. Wir versuchen es. Ja, im Bereich A. Doch auch was. Öffnen die Türen und ja. Schön. Mit einer schönen BR 182. In dem Sinne verabschiede ich mich bei meinen Zuschauern und wünsche noch einen schönen Tag. Ich hoffe euch, es hat euch sehr gut gefallen, auch wenn meine Stimme im Keller war, aber sie wird besser, in dem Fall besser als letzte Woche, beziehungsweise gestern. Und ja, ich hoffe euch, ich sehe euch beim nächsten Mal zu einem weiteren Let's Play, ich hoffe es, beziehungsweise zu OMSI 2, ich versuche es morgen nochmal und dann würde ich sagen, ciao ciao, bis zum nächsten Mal.